Leute, da sag ich Moin Moin und wir gucken zu FIFA Let's Play FIFA 15. Ja voll, so sieht's aus. Wir spielen den Manager-Pokal wieder. Und warum wir den die letzten Male nicht gespielt haben, ist relativ simpel. Weil es dort einige Bedingungen gibt. Bedingungen. Und diese Bedingungen konnten wir nicht erfüllen. Außer das Spiel will jetzt das nicht. Dann wäre es natürlich schlecht. Ja, wir mit unserem Frankreich schieben. Oh. Sollten das irgendwie schon packen. Ja. Ja. Sehr schön. Also, wir haben hier. Was? Strich? Achso, irgendwie war da was. Okay, wir haben hier einige Sachen, die wir hier haben. Wir haben hier zum Beispiel das da. Rein theoretisch können wir das machen, klar. Aber wenn da dem halt das andere steht, ne, geht das nicht. Dazu ist es auf Legende, dazu ist es noch gesperrt. Dann haben wir hier Bronze. Da haben wir hier Gold Challenge. Pokal Silber. Haben wir nur mit Silber. Geht auch nicht. Champions for Life. Profi. Theoretisch kann man das machen, theoretisch aber nicht. Gut, wir machen weiter den da. Den Manager-Pokal, wir sind eh auf irgendwie gut dabei. Und zwar, wir haben das erste Spiel 2-1 gewonnen, das zweite Spiel 2-1 gewonnen. Ich glaube, das zweite haben wir sogar per Verlängerung 2-1 gewonnen. Und das nächste Spiel spielen wir jetzt heute. Wir spielen heute mit unserem Frankreich. Oh, Frankreich. Kennedy hat keinen Vertrag mehr, ich weiß. Und da bin ich ja noch am überlegen. Theoretisch möchte ich ihn aber doch gerne verlängern, weil wir keinen, weil wir, glaube ich, gar keinen da auf dieser Position haben. Oder? Nein, ich wollte. Nein, ruhig. Langsam. Ruhig. Entscheidend spielen. So. Also. Wir haben dort auf der linken Position gar keinen, deswegen würde ich ihn halt gerne jetzt verlängern. Rein theoretisch, rein praktisch gesehen müssen wir ihn verlängern, weil wir sonst ein Problem kriegen. Wir verlängern ihn aber auch nur für 8 Spiele. So, und dann stellen wir ihn auch nur auf die Bank. Und zwar so. Dann spielen wir mal mit unserem 100er Chemie-Team. Ja, wir haben ein Chemie von 100! Und damit sollten wir das auf jeden Fall rocken irgendwie. Also wenn wir das nicht schaffen, obwohl... Ich will nur nochmal dran erinnern, es kann auch mal sein, dass das nach hinten losgeht. So, wir spielen wieder zu Hause. Wir spielen wieder in unserem schönen, schönen, tollen... den da unten. Sukata Passo. Kenne ich irgendwer. Ich glaube, der hat bei Bochum mal gespielt, oder? Irgendwie so war das. Bochum. So, Freistoß brauchen wir nicht machen. Obwohl wir. Ja, komm, hau raus, hau raus. So. Weil rein theoretisch muss man das ja auch üben mit einem schwächeren Spieler. Hm. So. Und. Wollte unten durch. Zack. So, genau so wollte ich das machen, aber der hat ihn leider nicht getroffen. Nee, er hat ihn leider nicht getroffen. Gut. Ja, da oben in die Ecke reingedonnert hast. Ja, ja. Gut. So. Nein, immer noch nicht. Ja. Gut. Jetzt aber. Genau in die Mitte! Ist genau in die Mitte gegangen! Das gibt's nicht! So. Und. Jawohl, Treffer! So, dann gehen wir jetzt mal hier unten weiter. Wieder genau in die Mitte. Hm. Ja, ihr seid bestimmt wieder alle besser. Das macht nichts. Wir machen das gleich nochmal. Ja, was war das gerade, wenn ihr denkt, was war das denn? Das waren die Meerschweinchen. Ja, ja, die Quikas, die Profis halt. Sie können's halt, wisst Bescheid. Sie können's halt, wisst Bescheid. Ja, ja, ja. Die ärgern sich wieder gegenseitig. Hm.
So wie ich mich hier gerade ärgere. Ja. Jetzt treffe ich den Pfosten, ist klar, ist klar. Gut, los geht's. Kein Bock mehr. Echt nicht, wirklich nicht. So, wir spielen jetzt mit Immon United gegen den FC Brügge. Soweit ich das weiß, also Castle Brügge. Nee, FC Brügge ist jemand anders, ja. So, Halbfinale. Es wäre natürlich cool, wenn wir das jetzt bis ins Finale rocken. So, die Leute sind begeistert. Und bei euch und so, wisst Bescheid. Ja, Kommentatoren labern irgendwie was, irgendwo so ein Stuss vor sich her. So, wir spielen mit unserem Chelsea-Trikot zu Hause. Und wir sollten das schon irgendwie besiegen. Irgendwie sollten wir das schon schaffen. Wenn wir das schaffen, ist cool. Wie gesagt, wenn nicht, dann ist es nicht so schlimm. Heute wieder so ein interessantes, ausgeglichenes Spiel. Ich hoffe, dass das echt heute gut klappt. Auch wenn, nämlich gerade wenn, unsere Teamchemie zwar hoch ist, aber unsere spielerische Talente nicht gerade das Beste sind, ist es natürlich dementsprechend. Ne? Ja. Gut, also. Dann spielen wir heute mal gegen die grün gedressten Brügger. Wir kriegen ja auch noch schön viele Erfahrungspunkte, deswegen halt im letzten Teil habe ich glaube ich gesagt, dass wir noch den Silberdings da holen, aber das Silberset kriegen wir ja hier, wenn wir eine Belohnung gewinnen. So, Aufstellung von uns, ja, wie gesagt, also unsere Starspieler lassen wir schön auf der Bank, weil wir damit mit denen spielen. Ich hoffe einfach, dass da nicht jetzt irgendjemand verletzt, das wäre schlecht. So, auf der anderen Seite haben wir halt die hier. Boah. Sollte irgendwie schon hinhauen. Weil ich glaube, das sind nicht. Es sind viele Belgier dabei, aber. Schauen wir mal. Wir schauen einfach mal, wie das hier läuft heute. Also, wieder hier unten, unten, oben, oben. Und dann geht's mal los. So, also wir spielen auf Profi jetzt. Das sollten wir schon irgendwie mal ein bisschen auch einüben. Gegen euch. Ich weiß ja nicht, das ist nämlich auch wieder mal so die Frage des Tages. Auf welcher Stufe spielt ihr eigentlich? Habe ich, glaube ich, schon öfter gefragt, aber irgendwie. Immer mal wieder ein Update zu machen, ist auch mal cool. Ja. Updates sind immer cool. So, also, Frage des Tages, auf welcher Stufe spielt ihr momentan? Wahrscheinlich Weltklasse und sowas, ne? Ich spiele hier vorher nur auf lapprigen Halbprofi. Ja. Halbprofi oder Profi, je nachdem. So, also. Damit wären wir, glaube ich, gut dabei mit unseren Pokalen. Ja, wieder ein Foul, ich weiß, hab's gesehen. Alles gut. So. Also, Ziel ist es heute hier, sich keinen einzufangen. Nämlich das eine entscheidende Tor werden wir erzielen irgendwie. Das 1-0 und dann reicht das auch schon. So. Ah, ja. Aber er erklärt jetzt aus, ist okay. So. Ah, shit. Dazwischen gegrätscht. Ne, das Stadionturnier. Falls ihr noch da auf dem Laufenden seid. Ist immer noch dabei. Ich habe es jetzt lange nicht mehr gespielt. So, der letzte auch noch nicht. Ja. So, das müsste direkt in die Mitte gehen. Oder müsste irgendjemand da zum Kopfball kommen. Ah, shit. Deswegen neige ich auch dazu, dass auch wieder ein Tipp für euch, ne, wenn ihr gegen mich spielen solltet, irgendwann mal, also whatever. Nächster Termin steht irgendwie 2015, aber noch nicht als offizieller Termin, sondern als inoffizieller Termin bislang. Wie ich schon mal erwähnt habe, in einem anderen Teil, die Leute, die gegen mich schon angetreten sind und sich an Termine gehalten haben, haben natürlich den Vorrang. So. Was wollte ich sagen? Ah ja, Termin steht noch nicht ganz fest. Gucken wir mal wann. Also ich denke mal irgendwann im Februar. Also es wird Februar sein, weil ich werde ja dann erstmal das Star-Turnier machen. Ja, Star-Turnier, dann dieses hier noch und blablabla. Es ist echt viel, obwohl wir eigentlich gar nichts machen. Ja. So. Ecke. Tut mir hier gerade echt schwer. Das ist jetzt Profi, ne? Ja.
So, rausgeklärt. Ich habe immer noch so ein leichtes Trauma von diesen ganzen Eckballtoren. So ein bisschen Bammel jetzt vor irgendjemandem, vor fast jedem Eckball, so von wegen, oh, der geht jetzt rein. So. Ganz gekonnt. Ja, ganz gekonnt. Ja, oh, schade. Ich dachte, er schießt ihn jetzt raus in die Ecke. Aber wir sind erst in der 19. Minute, also. Ja. So. Ja. Ein Einwurf. Und hier ganz gemütlich einen nach dem anderen Einwurf raus. So. Foul. Was war denn da jetzt los nochmal bitte? Unser Schuss? Ja, okay, den hat er noch mitgenommen, ne? Den hat er noch mitgenommen. Das hätte er nicht machen dürfen. So, Freistoß, ja. Das ist eigentlich wie eine Flanke. Weil wir können rein theoretisch raufdonnern, klar, aber das bringt nichts. So. Ja, und der läuft dann zu spät. Das ist Kaka, ist das. Das ist Kaka. Apropos Kaka, der für mich ist da auch ein bisschen doof, dass es die brasilianische Liga nicht gibt. Und dass es das Maracanã-Stadion nicht gibt. Das ist traurig. Ah, zu weit vorgelegt. Na, nicht, dass wir jetzt hier in einen nach dem anderen Konter reinlaufen. Ja, weit. Ah, der kommt noch ran. Der kommt noch ran. Ich dachte, der geht raus. Ja. Und? Ja, nein. Ja, ich. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Warum läuft der Torhüter nicht raus? Ja, klar. Er hat gesehen, dass da ein Verteidiger war. Er hat wahrscheinlich gedacht, ach komm, ach komm, ach komm. Ich habe aber rausgesagt. Ja, komm raus, Junge, komm raus. Und er kam nicht raus. Natürlich sehr problematisch. So, Ecke rausgeklärt. Relativ kurz geschlagen. So, weg damit. Ganz fairer Zweikampf. Kein Foul. Was mich auch der tierisch wurmt, dass hier ganz viele, die online spielen, immer so auf Grätschen spielen. Ja, gelbe Karte und sonst was. Ich glaube, ich habe noch nicht sehr viele gelbe Karten in diesem Let's Play gekriegt. Könnt ihr mal schreiben in den Kommentaren, wenn ihr Lust habt, wie viele gelbe Karten bislang ich in diesem Spiel gehabt hatte. Also in diesem jetzt hier. Ich glaube, es waren irgendwie nur zwei oder so. Zweimal gelb, weil wegen groben Fouls oder keine Ahnung. So. Ich glaube, sogar gleich im allerersten Spiel habe ich eine gelbe Karte kassiert. Da habe ich noch gesagt, auch eigentlich ist es grundsätzlich so, dass wir gar keine gelben Karten kassieren. Aber das kann natürlich sein. Ja. So. Sollen wir jetzt hier schon easy peasy dran vorbeigehen? Ah, hätten wir eigentlich die anderen Spieler mitlaufen lassen. Ne? So. Jetzt haben wir andere Spieler. Ja, toll, das ist aber da vorher da. Toll, das war ja da. Macht schon. Passt schon, passt schon. So, 38 Minuten gespielt, 0-0. Wer sich aber das bislang das Spiel angesehen hat, kann auch verstehen, warum es 0-0 aus. Ja. Shit. Warum es noch 0-0 steht. Ja, umgeschubst. So. Rangelei um den Ball. So, jetzt komm. Nein. Ja, der trickst ja einen Mann aus. Der trickst ja einen Mann aus. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist Kack ist dort. Oh, ist unglaublich. Ja. Große Schwäche, große Schwäche. Große, große Schwäche. Und drin ist. Unglaublich. Gut. Bringt ja alles nichts, ne? Bringt ja alles nichts. Da müssen wir jetzt hier taktisch alles umändern. Das mache ich auch oft. Dann mal wieder Teampressing und auch das ganz tolle andere auf hohen Druck. Wir müssen nach vorne, weil es bringt jetzt nichts. Also, wir sind im Halbfinale. Wir müssen ja irgendwie was machen. Na klar, es ist ein bisschen doof gelaufen. Ja, der Gegner ist eigentlich.
unbedingt, das ist nicht unbedingt der Stärkste hier, aber irgendwie, ne, es liegt nicht am Formtief. Obwohl, es kann auch am Formtief liegen, ja. So, Tor haben wir gesehen. So. Jetzt aber! Ah, schade. Nein! Shit! Da geht er rüber, der geht da rüber. Erster Kopfball gehalten und der zweite. Ja, ich auch. Schade. Ja. Ja. Schade, Schokolade. So, tricksen die jetzt hier schon wieder? Ey, dann knock ich die jetzt um, ganz ehrlich. Hol die lieber einen Freistoß raus. Also, Gegner führt 1-0, das ist natürlich extrem kacke ist, aber. Na, irgendwann musst du ja mal verlieren. Irgendwann ist es immer die erste Niederlage. Wenn dann nicht hier, wenn dann hier, weißt du Bescheid. Joa. Viele Fouls. Sehr viele Fouls. Und das Lustige ist ja hauptsächlich, dass der Gegner gefoult hat. Das ist aber ist natürlich echt extrem doll. So, dann haben die natürlich auch getroffen, was natürlich extrem kacke ist, aber naja. Naja. Das schaffen wir schon irgendwie. Irgendwie ist das ja schon möglich. Der Gegner ist sogar mehr am Ball. So, also Trimpressing, hoher Druck und offensiv. Weil es bringt nichts, wenn wir jetzt hier auf taktisch irgendwas machen. Na, rein theoretisch, also oft mache ich hier, versuche ich das Spiel per Taktik hier irgendwie rauszukristallisieren. Deswegen bin ich auch gegen euch. Das habt ihr auch gesehen, grundsätzlich nicht so eingestellt, ach, alles nach vorne werfen, nur passt schon. Weil, ne, da läufst du im Konter und dann ist vorbei. So, wie das hier. Da läufst du im Konter und ist vorbei. Fail. Gut. So. Ja, und da sieht man jetzt wieder, wir haben niemanden hier mitgelaufen. Niemand, oder der muss sich nach außen spielen. Und da kommt auch wieder niemand mit. Und das ist dann immer so ein großes Problem, weswegen ich ja grundsätzlich auf Ballbesitz spiele. Weil da kommen sie ja wenigstens mit. Ja. Und drüber. So, Wechsel. Natürlich, die können sich jetzt Zeit lassen. Das machen wir auch. So, Torwart zustellen. Ich neige oft dazu, weil der Torhüter sich dann nicht bewegen kann. Und drin! Deswegen! Genau deswegen! Genau deswegen! Der Torhüter kann sich nicht bewegen und dann geht der Ball in Richtung Keeper und dann ist vorbei. Und das ganz ohne, obwohl, naja, nicht ganz ohne Foul, aber in der Nähe eines nicht ohne Foul-Spiels. Es ist schön! So, und jetzt machen wir natürlich wieder ein bisschen defensiver. Also da müssen wir jetzt nicht so offensiv angehen, sondern gehen nur offensiv ran. Weil anscheinend geht das nicht anders. Aber wir sind zurück im Spiel. Wir sind zurück im Spiel und das ist die Hauptsache. So. So, jetzt ist da wieder keiner. Ne, wir haben ja niemanden wieder. So, natürlich wechseln die jetzt. Abklatschen! Ah, es gibt aber Abschluss. Hat den als letztes, meiner hat den als letztes. Hat ihn aber abklatschen lassen. Ich dachte auch, der kriegt den, der fängt den. Und dann lässt er ihn abklatschen. Völlig überraschend, völlig überraschend. Okay. So. Ah, gut vorbeigegangen. Natürlich jetzt wieder hier mit so ein bisschen Konzentrationsdünnpfiff. Wow, nein, das war Durchfall, mehr als Durchfall. So. Da müssen wir wieder hier über die Außen durchlaufen. Bringt ja alles nichts. Es bringt ja alles nichts. Ihr seht, er kommt niemand mit. So, Freistoß? Nein. Okay. So, dann haben wir das rausklären. Foul oder weil
War abseits. War abseits, aber es ist Wurst, weil im Endeffekt wir ja sowieso den Ball hatten. Mein Gott. So, rausspielen. Na, kriegen wir noch. Ja, kriegen wir noch. Wieder zurück. Oh, den zieht er aber den Bein weg. Ich glaube, der hat schon gelb. Nein, hat er doch nicht. Eingewechselt. Ja, zieht er den Bein weg, natürlich. Aber andersrum, wir haben ja auch absolut da gar keine Chance gehabt. So, und da gehen wir jetzt wieder genau dieselbe Taktik drauf. Flanke in die Mitte. Oh, den pariert er. Den hat er noch pariert. Schade, ich wollte genau aus dem spitzen Winkel noch treffen. So richtig schön aus dem spitzen Winkel und dann, ja, den hätte er dann nie und nimmer gekriegt. Aber den hat er gekriegt. Na, schade. So. Sollen wir jetzt hier schon vorsichtig sein? So. Ich glaube, es gibt Eckball. Wenn man den als letztes berührt hat. Jawohl. Ecke. 71. Minute. Bloß nicht hier überrennen. So. Jetzt komm mit. Ich sagte, komm mit! Unglaublich, dass die dann nicht mitkommen, ey. Obwohl, ja, okay, wie wollen sie das hören? Wir sind Franzosen. Ich spreche Deutsch, nicht Französisch. Könnt auch jemand mal posten, der hier Französisch spricht? Ja. Wenn ihr selbst Französisch spricht, ja. Dann könnt ihr das selbst posten. Auf Facebook und so weiß Bescheid. Gut. So, na, Abseits, ja, ich hab's gesehen. Alles gut. Also, ich dachte, er ist noch nicht mehr im Abseits. Da, ja, war aber im Abseits. Ja. So, die wechseln nochmal. Damit den letzten Wechsel. Wir haben noch drei. Aber ich neige ja dazu, dann doch nicht mehr zu wechseln. Außer es wird jetzt ganz kritisch. Und wieder Palicio reintun. Letztes Mal der Held des Tages war. Hat zwar nicht viel mit französisches Team zu tun, aber ist nicht schlimm. So, nein! Dann geht er in den Zweikampf. Ja, das ist dieses Abstimmungsfehler, das, was ich da echt bemängel. So, Foul, Freistoß. Ja, aus einer Situation, wo man echt auch ein Tor schießen kann. Mhm. So, deswegen neige ich auch ganz oft dazu, lange noch rumzugucken, weil hier an der Seite ist niemand, da an der Seite ist niemand, da vorne ist genug Platz. Donnern wir einfach mal hoch. Na, schade. War ein Versuch wert. So. Wieder rüber. Wieder runter. Weiter runter. Und, schade. Wollte gerade zum Schuss kommen, ne? So, faul, Vorteil. Nee, das geht hier auch in die Verlängerung. Das wäre natürlich sehr, ja, alles gut. Wäre kritisch. Das reicht für unsere Spieler, dann sollten wir schon einige doch wechseln. So, wenn es wirklich in die Verlängerung geht, müssen wir wechseln. Müssen wir nämlich vorne wechseln. Oder besser gesagt, dort, wo wir momentan Probleme haben in der Fitness. Ja. Obwohl ein Unentschieden wäre natürlich cool. Da haben wir wieder ein Unentschieden geholt. Ist völlig in Ordnung. Aber wir können halt in einem Pokal nicht unentschieden spielen. Das geht einfach nicht. Und das zweite Unentschieden in Folge. Und das mit einem, ja, sagen wir mal so, ganz in Ordnung im Team. Es ist jetzt kein 5, es ist okay, es ist ein 3,5-Sterne-Team. Ne? Ja. 3,5-Sterne-Team. Mit puren Franzosen. In einem Chelsea-Trikot. Ja. Hätten wir nicht nur Frankreich-Trikot holen müssen. Ja, aber egal. Warte schon. So. Kommt da jemand mit? Danke.
Den kann er parieren und das gibt den Abpfiff. Also, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das jetzt managen. Also, wir müssen auf jeden Fall in die Verlängerung. Aber Gott sei Dank haben wir in der zweiten Halbzeit das Ding gemacht. So, gut, dann wechseln wir jetzt mal wirklich aus. Wie gesagt, wir müssen auswechseln. Es klappt zwar, aber so nicht. So, Perez, weil der sonst wieder verletzungsanfällig ist, tun wir raus. Und ja, wie ich sehen kann, habe ich alle guten Spieler rausgetan. Gut, dann nehmen wir ihn rein. Dann müssen wir irgendwie auch in der Verteidigung was tun, rein theoretisch. Tun wir ihn rein. Unseren Capitano. Ja. Klar, wir haben jetzt der Palacio nicht mit. Das ist natürlich so ein bisschen ärgerlich, aber das ist dann so. So, Doppelwechsel. Weil wir müssen unbedingt neuen. Wir müssen unbedingt treffen. So. Natürlich, Stürmer für Mittelfeldmann ist natürlich immer so eine Sache. Aber es gibt ja diese klassischen Stürmer, die klassischen Mittelfeldspieler, die auch als Stürmer gut dabei sind. So. Ja. Einwurf. Wenn das schon konzentriert runterspielen. Nein! Shit! Konzentriert runterspielen, ne? Bisschen Bammel auch vom Elfmeterschießen. So ein Elfmeterschießen, das machst du nicht einfach so mit links. Das machst du höchstens mit rechts. Und ach, Hackentrick. Kein Elfmeter. Auch kein Elfmeter. Ja, ich weiß, ich gehe ganz schön in die Leute rein. Ja, ja. Ja, und da können wir auch wieder nur Solo-Lauf machen. Da können wir wieder nur Solo-Lauf machen. Und das riecht mich wieder auf. Es ist unglaublich. Was sollen wir da bitte tun? Da geht wieder nur der Solo-Lauf. Wir können nicht großartig abwarten, bis da irgendwer sich denkt, ah, oh, ich lauf mich mal frei. Ah, schade. So. So, in die Mitte. Ah! Okay, nee, gibt keinen Elfmeter. Das war nichts. Das war nichts. So. So. Ah. Gucken wir mal. Also, wir sind jetzt kurz vor Ende der ersten Halbzeit. So. Und nein! Und doch! Und ja! So sieht's aus! So sieht's aus! Eingewechselt und getroffen! Sehr schön! Wieder per Verlängerung! Sehr schön! Führung! Oh je! So, können wir jetzt auch wieder umstellen. Gut, ausgeglichen wieder. Wir dürfen nur bloß jetzt einfach nur kein Gegentor uns fangen. Mehr nicht. Wir müssen nicht mehr treffen. Wir müssen gar nichts mehr. Einfach nur nicht. Aber das Spiel ist gedreht worden. Wir haben das Spiel gedreht. Das ist doch sehr schön. So. Oh je, oh je, oh je. Okay. So, letzte Wechsel. Wir müssen jemanden da hinten aufstellen. Der ist ja hier schon am Limit. Dann haben wir ihn hier. Hutchinson brauchen wir selbst für die anderen Turniere. Wir brauchen dann hinten nämlich jemand. Wollte schon sagen, hat sich das Spiel aufgehangen. Das wäre, oh du, oh je, ne? Dann wäre hier Holland in Not. Dann wäre Holland in Not. Gut. Also, wir sollten das schon jetzt hier ruhig angehen lassen. Nicht zu ruhig, weil sonst fangen wir uns noch ein. So. Also hier ganz ruhig und... Ja, genau, ganz ruhig. Und dann habe ich dir gesagt, noch fängst du hier ein.
Deswegen hier nicht zu ruhig. Ja, Foul, Foul, danke. Gibt keinen Freistoß. Ja, Kontermöglichkeit. Es ist unfassbar. Ja. Neige ich auch oft dazu, so bei sowas Gegentore zu fangen. Weil ich dann noch hadere damit, dass dieser Schiedsrichter wieder so extrem kacke drauf ist. So, noch 9 Minuten. Noch 9 Minuten. Ah, der Schuss, nein! Wäre fast das 3-1 gewesen. So, lassen die Zeit einfach schön runterspielen. Ja, da ist keiner mehr. Ja, er hat sich aber sehr weit den Ball vorgelegt. Und dann kriegt er den Ball auch noch. Ja, ja. Da merkst du schon, dass es hier eine Verlängerung ist. Und dass wir echt gut gewechselt haben. Sagen wir es so, weil... Ne, es sind jetzt noch wenige Minuten. Und lieber hier so auch vorsichtig sein. Als auf das 3-1 spielen, auf Risiko. Weil im Endeffekt, wir brauchen kein Risiko mehr. Wir brauchen kein Risiko mehr. Die müssen auf Risiko spielen. Wir müssen alles nach vorne werfen. Und es ist vorbei. Sieg auf ganzer Linie, obwohl nicht auf ganzer, auf halber Linie. 2-1 gewonnen in der Verlängerung. Wieder mal, aber es ist ja nicht schlimm. Ihr habt einen schönen langen Teil gehabt. Und ja, wir haben gewonnen. Bin beruhigt, das ist, ja, ist das gut, ist gut. Halbfinale gewonnen, eingewechselte Spieler haben, ja, gute Werte. Wir kriegen 600, weil wir echt sehr lange gebraucht haben. Und das war das Halbfinale. Ja, Finale machen wir irgendwann anders, aber nicht jetzt, weil, ne, die Spieler sind mir angeschlagen und, ja. So, wir spielen im Finale. Gegen ein Team, was da hier sich auch durch, schön durchgesetzt hat. Auch hier erst im Elfmeterschießen. Wahrscheinlich hier in der Verlängerung. Hier auch. War schon. So. Ein Spiel noch Münzbonus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann beenden wir das hier. Ja. Wir beenden das aber nicht hier ganz, sondern wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann kann ich euch nicht dazu zwingen. Bis dahin, macht's gut.